Einen wunderschönen guten Tag, mein Name ist Beam und ich heiße euch herzlich willkommen zu meinem Let's Play God of War. So, wir gut, Leute. Nicht zögern, sofort zurück nach Midgard mit dem Herzen. Jo, wir machen jetzt so schnell wie möglich nach Midgard zu unserem Sohnemann, um ihn zu retten. Ne? Wir waren ja jetzt letzte Folge in der Welt der Toten gewesen. Um dieses Herz des Totenwächters zu besorgen. Und das haben wir alles erledigt. Und jetzt hoffen wir mal, dass wir unseren Sohn irgendwie retten können. Das wäre supi. Dein Vater war Zeus? Endlich verstehe ich! Verfluch dich, Baumler, an der Hüfte vom Geist Spartas! Nenn mich nicht so. Versteh mich nicht falsch. Von dem, was ich gehört habe, hat er es das Pantheon verdient. Aber ich muss das erstmal verdauen. Ich weiß, du hast Götter, aber du kannst ihnen nicht fernbleiben, oder? Sag dem Jungen nichts davon. Er darf es niemals wissen. Schwachsinn, Mann! Mit Verlaub, Schwachsinn. Er muss es wissen. Ohne Wahrheit wird er niemals er selbst sein. Hör mal, ich verstehe dich. Du hast die Götter. Alle Götter. Es ist kein Zufall, dass dich das auch einschließt. Und es schließt den Jungen mit ein. Siehst du das nicht? Er spürt es. Er kann nichts dafür, was er ist. Nicht mal im Ansatz, weil du es ihm nicht gesagt hast. Alles hängt zusammen, Mann. Du wirst ihm nichts sagen. Asche. Ja, aber wir sollten ihm das wahrscheinlich bald mal mitteilen. Ne? Weil wegen diesem Konflikt und so, den innerlichen, geht ihm jetzt anscheinend ja so scheiße. Jo, Leute, by the way, vielen, vielen Dank. Es hatten jetzt viele in die Kommentare geschrieben. Erinnerst du dich noch an die Abkürzung zwischen den Welten? Ich hab sie verbessert. Oder vielleicht auch vermurkst. Die brauchen wir. Das weiß ich doch. Also habe ich mit den Winden von Hel dafür gesorgt, dass es nicht nur in eine Richtung geht. Jetzt könnt ihr mit mir hin und her reisen. Wenn sie nicht vermurkst ist. Dann kommen wir damit zu Freya. Das ist eine sehr gute Idee. Ja, die finde ich super, die Idee. Super, super, super gut. Läuft vielleicht nicht ganz rund, aber es wird schon klappen. Ach klar, jetzt du. Geh an. Du wirst es schon nicht vermurkst haben. So, okay. Freya ist hier unten, ne? Okay, dann ab geht's. Das ist ja super angenehm, Leute. Ach ja, genau, deswegen nochmal. Vielen, vielen Dank, Leute, ne? Ich kann Rage unterbrechen. Das haben einige geschrieben. Ich kann halt immer erst ein bisschen später drauf reagieren, auf eure Kommentare und so, da ich natürlich immer ein paar Folgen weiter vorproduziere. Ist logisch, ne? Aber jetzt ist es angekommen. Also jetzt ist es angekommen, das probiere ich dann gleich mal aus. Wenn ich Rage aus Versehen aktiviere, dass ich dann wieder deaktiviere. Oder wenn ich nicht mehr brauche, wieder deaktiviere. Indem ich einfach nochmal L3 und R3 drücke. So, wir haben jetzt ja auch ein paar neue Attacken mit unseren Chaos-Klingen freigeschaltet. Wie zum Beispiel die hier. Da muss ich immer als 5-mal zuhauen, glaube ich, mit der 1 und dann kann ich mit der 2 so einen harten Schlag machen. Na, gucken wir mal. Hier sind wir falsch, aber nah genug. Er meinte, es läuft nicht ganz rund. Beeilen wir uns. Ja gut, 20 Meter oder so, glaube ich. Passt doch. Das Herz. Du hast es. Ja. Handrücken. Er ist immer noch krank. Das Fieber ist bald weg. Aber zur Heilung muss er die Wahrheit kennen, was er ist. Ja. Es ist nicht so einfach. Richten wir ihn auf. Ich habe ebenfalls einen Sohn. Aber wir haben uns schon sehr lang nicht mehr gesehen. Bei der Geburt zeigten die Runen einen jähen Tod.
das Kind in meinen Armen war. So klein. So hilflos. Ich wusste sofort, ich würde alles tun, ihn zu schützen. Egal um welchen Preis. Natürlich tat ich alles nur für mich selbst. Meinen Willen, meine Ängste, zog ich seinen Wünschen vor. Und erkannte seinen Groll erst viel zu spät. Mach nicht denselben Fehler. Glaub fest an ihn. Die Wahrheit ist nicht einfach. Doch nichts ist einfach mit einem Kind. Es ist ein Fluch. Der Junge wurde verflucht. Geh nicht ohne mich. Werde ich nicht. Mir geht's besser. Das sehe ich. Kann er denn wieder reisen? Vorerst. Kommt nicht wieder vor. Ich verspreche es. Gut, dann bemühe dich darum. Freya, das vergesse ich dir nicht. Danke. Dein Vater hat den Großteil geleistet. Du solltest bleiben, dich erholen. Du hast genug getan. Ihr wisst, meine Tür steht euch immer offen. Alles klar. Das ist Vanaheim, nicht wahr? Das hast du herausgefunden? Das Fenster sieht aus wie Bifrostkristall. Und ich weiß, dass es nicht nach draußen zeigt. Und naja, es macht dich traurig. Für jemand, der so jung ist, bist du weise. Ja, dies ist ein Fenster zu einer lang verlassenen Heimat. Aber es ist nur ein Ausblick. Das, was mit dir in Alfheim passiert ist, du kannst Midgard nicht verlassen, oder? Ein Geschenk von meinem früheren Mann nach unserer Trennung. Warum sperrt Odin dich in Midgard ein? Pure Grausamkeit wäre für ihn schon Grund genug. Doch wie bei all seinen schnellen Entscheidungen trieb ihn die Angst an. Die Warnen waren die größte Bedrohung der Asen, bis unsere Heirat den Frieden brachte. Viele der Warnen glauben nun, ich hätte sie verraten. Für mein Opfer werde ich von meinem Volk gehasst. Mich hier einzusperren heißt, dass ich es nie richtigstellen kann. Kann man sie nicht irgendwie befreien? Also ich habe mich gefragt, warum wohnst du unter einer Schildkröte? Er war mein erster Freund hier in Midgard. Er bot mir einen Unterschlupf und zum Dank dafür schütze ich ihn vor allem Bösen aus dem Wald. Goldener Keiler, riesige Schildkröte, du hast interessante Freunde. Okay. Nun denn, bevor Modi uns so grob unterbrochen hat, wollten wir gerade Tirs Gruft erkunden. Das stimmt. Ja, um die schwarze Rune zu finden. Junge, kennst du den Weg von hier aus? Oh, ich weiß nicht. Klar weißt du es, Kleiner. Wir brauchen ein Boot. Weiß nicht. Ja, wir brauchen wohl ein Boot. Also gut. Wir brauchen ein Boot. Ist da unten nicht irgendwo ein Boot? Ja, da unten ist ein Boot. Oh, ich freue mich, dass der Kleine wieder da ist, Leute. Wollen wir gleich mal gucken, ob wir ihn noch skillen können oder so? Schau mal eben, Klauenbogen.
Ja, Schockschaden finde, weiß ich nicht. Ich benutze sowieso momentan lieber diese magischen Pfeile. Können wir erstmal so lassen. Aber wir könnten hier, das können wir mal scannen. Ey, wir haben so viel XP mittlerweile. Ab geht's. Krass, jetzt ist er hier sogar ausgelevelt. Das hier ist alles Schock. Das können wir dann später machen, wenn wir wirklich einen Überschuss schwimmen sollten. Das sieht geil aus. Okay, ja doch, das will ich können. Alles klar. Gut, dann schnipp. Gut, jetzt muss ich nochmal ganz kurz checken, wie das geht. Also nach einer 1, 2, 3, 4. Nee. Okay, alles klar. So, nochmal. Alles klar, Leute. Das probieren wir gleich mal aus dann im Kampf. Bin ich ja sehr gespannt drauf. Als nächstes würde ich wahrscheinlich dann meine Runen erstmal noch weiter upgraden. Das wäre eine Idee. Ich glaube, das mache ich jetzt dann auch gleich. Das Boot ist gestrandet. Jemand hat vorhin geschlagen. Alles klar. Ah, damit, Leute, mir fällt gerade ein, dass ja hier hinten noch was ist, was wir freischalten könnten. Na, wir kommen da bestimmt hier nochmal hin, oder? Dann mache ich das dann später. Das Portal des... Nein, geht nicht. Okay. Steig ein, ich werde es ziehen. Du bist still. Geht's dir nicht besser? Doch, tut es. Ich weiß, du hast mich und Freya gehört. Du glaubst, du begreifst, tust du nicht. Warum sagst du nichts? Du sagst, ich bin verflucht. Ich bin schwach. Ich bin nicht wie du. Ich bin nicht das, was du wolltest. Aber nach all dem dachte ich, das hat sich geändert. Du weißt nicht alles, Junge. Nein. Aber jetzt kenne ich die Wahrheit. Die Wahrheit. Die Wahrheit. Ich bin ein Gott, Junge. Aus einem anderen Land, weit von hier. Hier entschied ich mich für ein normales Leben als Mensch. Aber die Wahrheit ist, ich wurde als Gott geboren. Und du ebenso. Junge, hast du nichts zu sagen? Kann ich zu einem Tier werden? Kannst du zu einem Tier werden? Nein. Nein, das glaube ich eher nicht. Sehr gut. Ich bin ein Gott. Und Mutter? War sie eine Göttin? Nein. Sie war sterblich, aber sie wusste, wer ich bin. Ich bin ein Gott. Warum hast du nie was gesagt? Ich wollte es dir ersparen. Ein Gott zu sein, kann ein Leben voller Kummer und Leid bedeuten. Das ist der Fluch. Was kann ich denn so? Kann ich fliegen? Unsichtbar werden? Ich fühle mich nicht wie ein Gott. Ich kenne deine Kräfte als Gott nicht. Aber sie werden sich zeigen. Ich kann nicht zu einem Wolf werden? Ich lasse mich gerne überraschen. Ah, ich finde es super. Höre ich deshalb manchmal Stimmen? Hast du wirklich nie welche gehört? Nicht so wie du. Das ist nicht überraschend. Jeder Gott ist einzigartig. Also werde ich vielleicht nicht so stark wie Vater, bekomme aber eigene Fähigkeiten
Die hast du doch jetzt schon, Jungchen. Deine Sprachbegabung ist außergewöhnlich für jemanden, der so jung ist. Die Zeit wird zeigen, wozu du sonst noch fähig bist. Du hast es also gewusst? Ja, Junge. Aber ich habe mehr als genug Götter gekannt. Mich offenbar auch. Wer wusste wohl noch, dass ich ein Gott bin? Früher natürlich. Brock und Sindri? Sie müssen es nicht wissen. Baldur! Weiß er es? Verfolgt er uns deshalb? Kennst du ihn von früher? Am Tag der Beisetzung deiner Mutter sah ich Baldur zum ersten Mal. Das ist die Wahrheit. Hey, wir müssen doch nicht direkt zu Tyrs Gruf zurück, oder? Ich meine, wir sind Götter. Wir können tun, was wir wollen, stimmt's? Worauf hättest du jetzt Lust? Ich werde es dir zeigen. Naja, also wenn wir einmal hier sind, würde ich jetzt schon gerne zur Gruft machen, um ehrlich zu sein. Wir haben hier irgendwo auch noch die Schatzkammern von Odin und so freigeschaltet. Na hier, verborgene Kammer von Odin zum Beispiel. Ja, aber wenn wir jetzt einmal hier sind, Leute, machen wir das mal hierher. Aber wir haben so viele Sachen dann hier noch zu lösen und so. Aber das machen wir jetzt erstmal. Müssen wir hier irgendwo anlegen. Odin und Freya als Paar ist unvorstellbar. Liebe und Hass sind enger verflochten, als du dir vorstellst. Oder ich erzähle dir die Geschichte später. Versuchen wir es nochmal, ohne Unterbrechungen. Alles klar. Ich will das eben nochmal ganz kurz üben, Leute. Okay, alles klar. An sich ist es relativ easy. Auf ein neues. Lies vor. Den Tod höchst selbst ich verschlinge, auf das ich wieder Leben bringe. Oh, das gefällt mir. Ob ich das wohl verfasst habe? Ist das dort die Antwort? Da steht Erde. Verschlingt den Tod, bringt wieder Leben. Los. Jürt. Hätte ich in Alfheim gewusst, dass ich ein Gott bin, hätte ich mich nicht so schlecht dabei gefühlt, Alben zu töten. Eine sehr eigenwillige Schlussfolgerung. Du musst nichts bereuen. Die Alben haben sich uns aufgedrängt. Nein, ich verstehe es jetzt. Wir hatten Götter Dinge zu erledigen und dann kamen sie und haben uns in ihre kleinen Probleme reingezogen. Sollten wir das so im Raum stehen lassen? Ich meine, seit ich weiß, dass wir Götter sind, fühle ich mich so viel stärker. Vielleicht fühlst du dich gerade etwas zu gut. Macht stellt dich vor eine schwere Wahl, Kleiner. Du kannst entweder dir selbst dienen oder dich in den Dienst anderer stellen. Wie Tyr. Sie haben ihn geliebt, ha? Huh? Ja, ein Gott des Krieges. Doch einer, der für den Frieden kämpfte. Es hieß, er war heroisch und gerecht und setzte Macht und Wissen ein, um Kriege zu beenden, anstatt sie anzufangen. Also gibt es gute Götter? Das soll alle paar Monde mal vorkommen, ja. Hier werden Orte erwähnt, die ich nicht kenne. Offenbar ist Tyr gerne gereist. Tyr glaubte, dass der Verstand und nicht pure Macht Krieg und Chaos verhindern könnte. Und er wusste, dass ihm der Besuch anderer Kulturen eine Weitsicht gab, die er daheim nie erlangen würde. Odin häufte Wissen an und bewachte es eifersüchtig. Tyr hingegen war offen und teilte seine Lehren und seine Weisheit. Deshalb liebten die sterblichen Tiere und brachten ihm Geschenke aus der ganzen Welt. Und was ist mit Tyr passiert? Odin sah in ihm eine Bedrohung für seine Herrschaft. Er verdächtigte Tyr, mit den Riesen gemeinsame Sachen zu machen, anstatt zu helfen, ihre Geheimnisse für die Asen zu stehlen. Das hat er mir auch vorgeworfen, wobei er in Tyrs Fall recht hatte, glaube ich. Tyr hat den Riesen geholfen? Ich glaube schon, er fühlte sich verantwortlich für das Leid, das Odin über sie gebracht hatte. Ich vermute, er hat ihnen geholfen, ihre Spuren zu verwischen. Der fehlende Weltenturm. Genau. Was immer mit ihm geschehen ist, konnten die Riesen meiner Ansicht nach nur gemeinsam mit Tyrs Hilfe durchführen. Okay. Höchst interessant auf jeden Fall. Wo ist dieser schwarze Hut?
Kopf? Keine Ahnung. Ich war noch nie. Der Stein! Das muss sie sein! Was jetzt? Ach du Scheiße. Okay, das Ding irgendwie deaktivieren. Ja, ich hätte auch nicht erwartet, dass es so einfach ist. Bruder, eine Falle für die Winde von Hel. Aber was glaubst du, wo die Winde sind? Winde Ufer? Oh, hatten wir das nicht erwähnt? Als du krank warst, haben wir in Helheim dein Heiligtum geholt. Wirklich? Keine schöne Erfahrung übrigens. Aber dein Vater hat einen neuen Trick gelernt. Mit etwas Hilfe von Brock. Brock war auch da? Ich... aber... darüber sprechen wir später. Ah, ein Skiendu aus dem Hochland. Früher hatte ich selbst auch einen. Du sollst ihn nehmen, Junge. Ja, Junge. Nimm ihn. Vielleicht müssen wir uns unterwegs mal Butter aufs Brot schmieren. Genau deshalb kann dich niemand leiden. Sehr gut. So, okay, Leute. Also hier können wir auf jeden Fall Energie rausnehmen. Aber erst müssen wir die Wurzeln wegbekommen, ne? Oder? Sonst verlierst du sie. Jojojojo, das war ein Mist. Ah, schneller. Matthäus, komm her. Gut, ich komme. Okay. Das ist aber nicht nett. Ach du Scheiße. Aber Vater kommt da nicht durch. Okay, ich komme klar. Alter. Sei bloß vorsichtig. Freya ist gerade nicht hier, um dich wieder zusammenzufinden. Sei still, komm. Okay. Wie soll ich denn hier durchkommen? So komme ich hier durch. Sieh mal da!
gefunden? Genug jetzt damit. Vergiss nicht, warum wir hier sind. Mach ich nicht. Das stammt aus einem großen Wüstenland, sehr weit entfernt von hier. Leben dort Götter? Oh ja. Viele, viele Götter. Gut oder bös? So einfach ist das nicht, fürchte ich. Okay. Ah, guck mal, Leute. Ah, Listener. Also irgendwo ist wieder eine Siegeltruhe. Oh, das knallt ja. Ich will mal die neue Attacke ausprobieren, Leute. Wir sehen, ob ich es hinkriege. Ja, das Schild wird nur unterbrochen. Immer dir, pass auf! Jojo. Moment, ich will wie gesagt die Attacke ausprobieren. Lass nehmen wir noch schießen. So, jetzt. Ja, geht so, ne? Geht so. Das Problem ist halt, dass ich währenddessen gut verwundbar bin. Ja, soll ruhig. Yo, ich hab's wieder deaktiviert, Leute. Nice. Cool. Das wollte ich nochmal eben testen gerade. Jo. Och man! Seid's aber hier! Jo, stimmt, ein paar mehr Pfeile kannst du ruhig ballern. Mein Guter, das vergesse ich immer wieder. Das ist jetzt nicht wichtig. Dir war es offenbar wichtig. Es war impulsiv. Schenke meinen Schwächen keine Beachtung. Wow, das war ja fast eine Entschuldigung. Du zerschlägst wohl einfach gerne Tonwaren. Ha! Ach ja. So, okay. Müssen wir hier lang? Ne? Ich glaube, ne? Ey! Ach, scheiße! Huch. Das ist super lustig, ey. Okay, dann müssen wir nochmal. Meint ihr, die kommen jetzt jedes Mal?
So, go, go, go. Okay. Hätten wir. Hä? Ist da gar nichts oder ist da irgendwie eine Rune oder so? Ist immer noch zu. Wir drehen. Hör zu, ich will von jetzt an nur die Wahrheit wissen, ja? Egal, ob sie mich verletzt oder nicht. Ich will lernen. Nur weil du es hast, ein Gott zu sein, muss ich es nicht. Ja. Ja, ist schon krass, ne? Wie er kaum hat das erfahren, dass er ein Gott ist, plötzlich der Meinung ist, dass mit den Dunkelalben, oder Nachtalben, das ist ja egal, dass sie gestorben sind, ne? Weil die hatten ja Göttersachen zu erledigen und alles, was die da erledigen, ist ja super unwichtig und so, ne? Das ist halt so ein Weg, den Kratos da, glaube ich, nicht so gerne sieht. So, wir müssen jetzt. Habe ich jetzt aufgemacht? Moment, hier müssen wir noch. Okay. Wir müssen auf jeden Fall eine Ausschau halten wegen Runen und so weiter. Aber jetzt hier habe ich jetzt zumindest nichts mehr entdeckt gerade. Aber hier ist halt doch alles so voll mit irgendeinem Zeug. Hier können wir auch noch lang, sehe ich gerade. Okay, es gibt zwei Wege. So, und hier ist das Ding dann, ne? Alles klar, okay. Also ich muss vor allem die Augen offen halten wegen Ruhen. Mehr schmale Durchgänge. Ich weiß. Geh. Ich kann gar nicht hinsehen. Viel Glück. Ich dachte, die Segen wären fies. Okay. Seht mal, das sind die Wolfriesen, Sköll und Hati. Ganz recht, die Bringer von Tag und Nacht. Wenn sie Sonne und Mond gefangen haben, beginnt Ragnarök, stimmt? Kannte Tyr sie? Keine Ahnung. Er mochte sie offenbar genug, um ihm eine große Wand in seiner Gruft zu widmen. So, hier sehe ich leider auch gerade keine zweite Rune irgendwie. Mal schauen. Die sind halt echt immer besser versteckt und besser versteckt. Gefällt es dir denn gar nicht, ein Gott zu sein? Auf einem Abenteuer in einem fantastischen Ort? Vielleicht wollte Mutter, dass wir etwas Spaß haben. Alles, was wir gesehen und getan haben, war vielleicht ihr Geschenk. Das könnte sein. Das könnte wirklich sein, ey. Ja, der Kleine ist halt wirklich super smart, ey. Ist auf jeden Fall schlauer als Kratos, habe ich so das Gefühl. So, Ich sehe keine Falle mehr für die, Wände von Hel? Vielleicht können wir sie von einem dieser Balkone aus entdecken. Ja. Okay, ich komme da nicht mehr ran, ne, weil sich das nicht mehr dreht da oben. So sieht's aus. Okay, Balkone. Ja, Bruder, wie komme ich denn da hoch? Es gibt auf jeden Fall noch einen zweiten Weg. Moment. Also, beziehungsweise so einen Fallenweg, den wir noch nicht genau haben. Atreus, komm her! So, hier waren wir schon. Ich glaube, hier muss ich lang. Da war nur ein zweiter Weg gewesen. Genau der hier. Ah, das sieht Ruhe da hinten. Ich verstehe. Okay. Ah, da ist eine Rune. Cool, Leute. So, jetzt bauen wir nur noch eine. Dann geben wir das gute Stück hier auf. Ah, da oben. Nice. Alles klar, Leute. Dann lass mal die Truhe aufmachen.
Juhu! Nice, darüber freue ich mich. Ja, wir sind super nützlich. Kriegen wir ja ein bisschen mehr Leben dazu. So, gut, jetzt müssen wir irgendwie auf den Balkon drauf oder so. Und ich sehe aber auch, die Folge geht ja schon wieder ein kleines bisschen. Alles klar, Leute. Dann würde ich mich sehr freuen über einen Daumen, über Feedback und vor allem, wenn wir uns nächste Folge wiedersehen. Dann gucken wir mal, ob wir da jetzt irgendwie rankommen. Also, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, Leute. Tschüssi.